Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie The Jig is of Time. Es geht wieder weiter und wir befinden uns hier aktuell auf der Heiligen Lichtung. Ich bin schon mal hergelaufen, damit ihr das Rumgedödel in den verlorenen Wäldern nicht mitbekommt. Genau, und wir haben jetzt noch eine letzte geheime... eine letzte geheime Mission zu erfüllen, die sich in den verlorenen Wäldern befinden soll. Dementsprechend werden wir tapfer voranschreiten. Auf jeden Fall müssen wir oben drauf. So. Ist halt jetzt echt doof, dass wir die ganzen Geister hier an der Backe haben. Das ist halt super nervig. Die kann ich halt so einfach nicht besiegen. Und theoretisch müsste ich mit goldenen Federn da jetzt arbeiten. Aber möchte ich nicht. Denn wir wollen ja Federn sparen. Ich frage mich, ob es irgendwo hier so eine Flugplatte gibt. Unsichtbar. Um das alles abzukürzen. Weil das ist schon echt nervig. Jedes Mal auf die Geister zu warten. So, auf jeden Fall gibt es dann obendrauf irgendwo... die Möglichkeit, wieder ein... grünes Kreuz irgendwo zu finden und dort dann eben richtig schön abzusahnen. Ne, wir bekommen dann dadurch irgendwo... Okay, das klappt. Ich kann einfach ganz... Oh, da ist eine goldene Feder. Die nehmen wir uns mit. Ah, verdammt, jetzt geht er auch hier lang. Ach Mann. Aber goldene Feder. So, zack. Wir haben nämlich nur noch 3 Stück. Das ist gar nichts. So. Ich glaube sogar, wir müssen den Weg gleich nochmal laufen. Weil wir werden wahrscheinlich runterfallen, wenn ich das Kreuz aktiviere. So, das müsste eigentlich... Guck mal hier, blaue Blumen markieren den Weg. Und da haben wir das Kreuz. Ja. Schön runtergefallen. Oh, aber da können wir noch eine goldene Feder absahen. Die holen wir uns natürlich. Die könnten wir halt auch in dem Bonus-Level gebrauchen. Oh nein, komm. Ah, ich hasse Tauchen. Jawohl. Ja. Bis jetzt waren die Bonus-Level auf jeden Fall immer schön knackig. Vom Schwierigkeitsgrad her. Kann ich da... Okay, ich kann einfach drauf vorbeilaufen. Wenn ich es clever anstelle, kann ich einfach drauf vorbeilaufen. Sehr schön. So, dann einmal hier hoch bitte. Und dann hoffe ich mal, wir kommen ins Bonuslevel direkt rein. Das wäre ein Traum. So, let's go. Sieht gut aus. Okay, bin gespannt aufs letzte Level. Was wird es sein? Oh, nö! Donkey Kong Level. Schon, ja, warum schon wieder ein Donkey Kong Level? Hat man doch vorhin erst. Oh nein, das ist... Das sieht mir jetzt schon nach diesem uralten Game aus. Wo der Fässer nach einem wirft. Warte mal, kann man hier noch irgendwas machen? Da ist noch ein Jumbo-Schädel. Ne, Mumbo-Schädel. Das Feuer macht bestimmt Aua, oder? Ne, doch nicht. Okay. Haben wir den nämlich noch mitgenommen? Und... Jo, dann können wir da rein, oder? Kommen wir da so rein? Klar, let's go. Okay. Ach nö. Oh, gar keinen Bock drauf. Ja, aber wir haben hier unendlich goldene Federn oben. Das finde ich cool. Da können wir unseren Vorrat richtig geil aufstocken. Und ich muss bestimmt alle Geister besiegen. Geil. Okay, das ist die Frage, was muss ich tun? Hey. Okay, ich kann da oben weggehen. Und dann bin ich direkt wieder draußen. Okay, ich hab alle... So, erst das Tod. Einfach mal alle goldenen Gegner besiegen. Alle Geister besiegen. Einfach mal ausprobieren. Ich meine, jetzt haben wir gerade alles completed. Die erscheinen einfach.
Okay, die erscheinen einfach. Dann ist es das vielleicht nicht. Ich denke, ich muss wahrscheinlich irgendwie diesen Geist besiegen, oder? Hier eine Arschbombe? Ja, auch nicht. Der spawnt auch einfach nach einer Zeit wieder. Boah, Alter. Was ist denn jetzt los? Verstehe ich nicht. Versteht ihr das? Müssen alle Geister sterben oder was ist hier der Progress hinter? Aktuell check ich's nicht. Also ich krieg unendlich Federn. Und dann komme ich einfach wieder hier raus und dann war's das. Eieieiei. Jedes Mal dieses Rumgeeier. Also hier ist glaube ich auch nichts weiter. Gibt's hier irgendwie einen Hinweis, was ich machen soll? Nicht wirklich, ne? Hinweise gibt's hier nicht wirklich, ne? Okay. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr so viel Leben am Start. Ich weiß nicht, ist das der Hinweis? Soll ich alle Gegner... Muss ich es irgendwie schaffen, dass alle Gegner tot sind? In dem Moment, wo alle Gegner tot sind einmal. Bekomme ich dann das Puzzleteil? Spawn ja so schnell wieder. Okay, wenn dann vielleicht von... Oben nach unten, oder? Ja, jetzt bin ich ja schon wieder tot. Ja, toll. Nice, richtig nice. Okay, ich spawn doch aber wieder in dem Level hier, ne? Ja. Okay, dann versuchen wir es mal so rum vielleicht. Ich bekomme ja eh dann alle... Also das ist jetzt so... Was ich mir noch vorstellen könnte, ich muss einmal komplett alle Gegner leer haben. Keine Ahnung, ob das realistisch ist. Oh, ist das eklig. So. Aber da ist der ja auch schon wieder gespawnt. Also ich würde auf jeden Fall bis runterkommen. Die spawnen ja so schnell nach. Okay, ich glaube, das ist nicht die Lösung. Boah, wenn ihr jetzt eine Idee hättet, Leute, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ich habe aktuell keine. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich das in einem Rush schaffen sollte, die alle auf einmal zu besiegen.
Kein Plan, weil die spawnen ja auch random irgendwo an einem bestimmten Platz. Auf jeden Fall, ja, ich brauche goldene Federn. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, der Punkt, wo ich sage, das wird irgendwie benötigt. Wie genau, weiß ich aber noch nicht. Ich werde mal offscreen gucken, ob ich da irgendwie Hinweise finde. Bis gleich. Alles klar, ich habe die Lösung. Wir gehen nochmal rein ins Level. Es gibt mal wieder unsichtbare Pfade, von denen ich nichts gewusst habe. So, wir versuchen erstmal den Geistern allen sehr gut auszuweichen. Das klappt auch so an sich erstmal ganz gut. Bis auf den halt. Und dann einmal bitte ein 20er-Stack. So. Was war das? So, den klatschen wir kurz weg. Dann gehen wir hier hoch. Und dann können wir einfach hier langlaufen. Easy. So Leute, und hier kommen wir nochmal in ein Bonus-Level in Super Mario Brothers. Ist das Super Mario Brothers? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Normalerweise muss man dann hier mal diese Krabben umwerfen, so ganz komisch. Und Punkte sammeln. Habe ich auf jeden Fall schon öfter gespielt, das Game hier. Aber es geht natürlich um das Puzzleteil. Und damit haben wir alle Bonus-Level completed, Leute. Na toll. Jetzt muss ich auch wieder rauskommen. Okay. Der ist tot. Kann ich hier... Oh. Schön, noch ein Leben bekommen. Auf der anderen Seite auch. Auf der anderen Seite ist der Ausgang, wa? Jo, alles klar. Geil, Leute. Wir haben alle Bonus-Level damit abgeschlossen. Und können jetzt eigentlich normal weitermachen. Die Frage ist, wo geht es weiter? Wo komme ich wieder raus? Hallo? Hallo? Da. Genau, ich habe jetzt eigentlich als einzige Sache noch im Kopf, wo wir was machen könnten. In der Zitadelle der Zeit. Und ob das jetzt richtig ist, keine Ahnung. Was ich geil finde, wir haben jetzt relativ viele goldene Federn. Das ist sehr, sehr schön. Gerade wenn es jetzt so langsam aufs Finale zugeht. Finde ich das super nice. 100 Eier haben wir auch. Sau cool. Okay, dann würde ich sagen... Lass mir Ruhe. Bier... Ah ne, warte mal. Da ging's zurück, oder? Au, du Sack. Hier geht's zurück, oder? Kokiri Forest, genau. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal in die Zitadelle der Zeit und hoffen, dass es dort weitergeht und nicht ins Finale direkt. Vielleicht geht's aber auch schon ins Finale. Bin mir nicht ganz so sicher, aber eigentlich müsste man auch irgendwo Noten sammeln. Weil wir hatten ja in dem Museum noch Noten offen. Da ging es ja noch weiter bis zu 850 oder so. Oder 900 sogar, I don't know. Du. Müssen wir mal gucken, wo sich uns ein Level noch verbirgt. Ich meine, was hat man noch nicht, theoretisch? Gibt es irgendwas? Der Brunnen. Den Brunnen hat man theoretisch nicht, aber eigentlich schon, weil nur das Level an sich im Brunnen hat man nicht. Und den Schattentempel hat man nicht. Aber ansonsten... Ansonsten war man eigentlich Feuertempel. Hat man Feuer? Einen Feuertempel hat man auch nicht direkt. Das sind, glaube ich, so die Sachen, die sich uns noch verborgen haben. So erstmal ein bisschen Leben. Na egal, wir gucken erstmal hier hoch. Mal schauen, was da passiert. Oh, noch eine goldene Feder. Die nehmen wir noch mit. Dann haben wir 19. Oh, geil. Da freue ich mich. Da. Schön, Leute. Hi. Und noch eine goldene Feder. Und ein Leben. Das nehmen wir doch mit. Und da geht es ja scheinbar dann auch noch rein, oder? War das hier? Ja.
Oh, ist das cool. Ich liebe die Musik. Und Jinjo. Du, 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 du. Rote Federn sind wir auch completed. Sau gut. Freut mich. Ja, genau. Hier war das, glaube ich. Damals waren da noch Noten. Ja, und hier geht's in ein anderes Level. Aber in welches? Grunty Castle. Na dann. Aufmachen können wir es ja mal. Frage ist halt, ist das jetzt Final Level? Ist das Endgebiet? Und sollen wir hier sein? I don't know. Wir gucken mal. Daum, da, da, daum. Gibt's hier auf der anderen Seite noch irgendwas? Nee, ich glaube, wir haben jetzt alles, ne? Könnte man noch ein bisschen Leben tanken. So, okay. Was erwartet uns hier? Das Master Sword. Ist das geil. Aber, Alter, hier alles grün. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Okay. Wie kommen wir da rein? Übers Master Sword? Oh ja. Und. Okay, ist. Ja, ist nochmal ein extra Level. Alles klar, cool. Diesmal mal nichts mit Zelda zu tun, oder? Doch, klar. Das ist Ganon's Castle. In. Ist das cool. Es ist jetzt Grundys Castle halt, ne? Es ist jetzt umgewandelt worden. Ja, geil. Bin mal gespannt auf die Mucke. Und da müsste es zur Fee gehen. Mal gucken. Gibt es hier jetzt auch wieder 10 Puzzleteile zu finden? Eigentlich ganz nice, die Mucke. Oh ja. Geil. Die ersten 10 Noten bekommen wir auf jeden Fall hinterhergeschmissen. Und da geht's direkt. Komm ich da rein? Ich kann hier nicht tauchen. Und das macht mir auf jeden Fall krassen Schaden. Ich glaube, hier müssen wir uns verwandeln, oder? Raus mit dir, mein Kumpel. Boah, das war knapp. Alter, das ist so tückisch. Junge. Okay. Wo zur Hölle bin ich langlaufen hier gerade? Da brauchen wir 828 Noten. Das ist aber auch viel. Ich weiß nicht, ob wir hier schon sein sollten. Weil theoretisch fehlen mir jetzt noch 28 Noten. Und tschüss. Komm ich da rein? Oh. Ja, ich komme da rein. Aber ich glaube nicht so, wie ich da eigentlich... Oh Gott. Ja, ich habe mich da reingebackt und wieder rausgebackt. Was zur Hölle? Keine gute Idee. Okay, also da geht's auf jeden Fall auch nochmal weiter. Was gibt's da? Eine Flugplatte und eine Tür. Okay. Jetzt war mal... Genau, jetzt bin ich hier... Ich bin jetzt einmal eine Runde rumgelaufen. Und ansonsten... Ach du Scheiße, seht ihr das da? Ja gut, ich muss da fliegen, ne? Ja. Ist das geil.
Also die Mucke ist geil. Die gefällt mir richtig gut. Nicht die schon wieder. So, wir hatten ja eigentlich eine gute Methode gefunden, die zu besiegen, ne? Ist ja auch egal. Guck mal erstmal hier rein. Theoretisch große Fee. Mal gucken, was die so zu uns sagt. Oh, was ist das? Ist das ein Upgrade? Oh, was? Hä, wie gut? Sind wir jetzt gebufft? Oh, what? Bekommen wir jetzt weniger Schaden? Hä, wie geil ist das denn? Weil wir schön fleißig waren und alle Puzzle eingesammelt haben, wurden wir jetzt gebufft. Aber eigentlich, wir haben ja noch 12 übrig. Das sind ja mehr als genug. Und dafür wurden wir jetzt gebufft. Das finde ich nett. Geil. Gibt es das im Original auch, diesen Buff fürs Leben? Gibt es sowas? War mir nicht bewusst. Die Mucke ist gut. Die gefällt mir. So, ich laufe hier nochmal eine Runde. Ob hier noch irgendwas ist. Wir haben bis jetzt noch kein Puzzleteil. Okay, hier haben wir eine Sprungplatte. Da ist auch wieder eine Tür. Mit 810. Da komme ich doch schon rein. Dö, dö. Cool. Hier hinten komme ich ja theoretischerweise auch gleich rein. Ist das hier? Das Auge da sieht sehr verdächtig aus, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht kann ich da irgendwie dran fliegen oder so. Ach so, das ist das Schild. Verstehe, verstehe. So, eine Note müsste noch hier rumliegen irgendwo. Das sind zwei Augen jeweils. Okay. Und dann geht's hier irgendwo rein. Was passiert hier? Mal gucken. Oh, der Part ist rum, Leute. Ah, okay, cool. Alles klar, ich würde sagen, wie es weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Banjo-Kazooie Jiggies of Time.